Jo, auf geht's. So, ich befinde mich jetzt in Arkadien und mache jetzt die verlorene oder vergessene Geschichte, die Bühne bereiten und mal gucken. Kann man übrigens hier dann das Stück muss stattfinden. Ne, also das gehört hier so dazu. Also ich kann ihn auch gar nicht anklicken, ne? Das Stück muss stattfinden. Also kann ich machen, was ich will. Fällt mir auch gerade nochmal ein, bevor ich das hier vergesse. Und deswegen hier die Bühne rein, das Stück muss stattfinden. Also hiermit geht's los. Ne? Kurz mal noch ins Inventar. Ich habe irgendwas, was angeblich besser ist. Würde das hier betreffen. Aber wie man sieht, nein. Irgendwie doch nicht. So, Level 50 übrigens mittlerweile. Yes, Baby. Ne, das heißt, ich kann schon ordentlich Wumms machen. Und. Ach, von der Seite willst du? Okay, gut. Dann Hallöchen. Sieh dir all die Menschen an. Wonach sehnen sie sich? Nach Aufregung. Und etwas Magie. Und das kannst du ihnen bieten? Magie. Tespis, trittst du in einem neuen Stück auf? Cassandra, Aristophanes Freundin. Und auch die meine. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht hier. Hätte ich dich nicht aus dem Gasthaus getragen, würdest du vermutlich jetzt noch dort sitzen. Auf dem Boden. Tespis hatte die glorreiche Idee, die Stadt mit einem Stück zu ehren. Er hat einen sehr guten Ruf als Schauspieler. Deshalb dachte ich, der Erfolg wäre uns sicher. Aber langsam glaube ich, ich habe mich geirrt. Nein, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Behalte nur den Verkauf der Eintrittsmarken im Auge, liebste Rodante. Und meine Freundin Cassandra kümmert sich um den Rest. Okay. Ich versichere dir, ich verstehe nichts vom Theater. Sei nicht so bescheiden. Du wirst als die Heldin bekannt, die Leonidas und seine 300 zum Stück des Jahrhunderts gemacht hat. Das Stück handelt von König Leonidas? Weißt du, meine Familie... Deine Familie kann natürlich auch kommen. Sie wird bestimmt stolz auf dich sein. Hilf mir nur, die Heldengeschichte zu erzählen. Ich helfe Tespis mit seinem Stück. Leonidas Geschichte muss erzählt werden. Also gut. Du wirst uns sicher nicht enttäuschen. Was soll ich tun? Bring Wein. Nicht für mich. Für das Publikum. Glaubst du, das Publikum interessiert sich nur für Leonidas Geschichte, wenn es betrunken ist? Nicht betrunken, nur begeisterungsfähiger. Wo bewahrst du deinen Wein auf? Nun, ich hatte Wein. Aber der örtliche Militärbefehlshaber beschlagnahmte... Oh, das sollte ich in das Stück aufnehmen. Der persische Befehlshaber beschlagnahmte den, Wein. Das ist gut. Dann muss ich ihn wohl zurückbeschlagnahmen. Wo finde ich den Befehlshaber? Er behielt den teuren Wein für sich und gab den Soldaten den Rest. Ein gewöhnliches Publikum begnügt sich vielleicht mit billigeren Tropfen. Doch wenn wir besseren Wein servieren, locken wir vielleicht ein besseres Publikum an. Er wird nicht leicht zu beschaffen sein, aber es lohnt sich. Du sprichst meine Sprache. Besserer Wein zieht ein großzügigeres Publikum an. Also an welchen beiden Orten befindet sich der Wein jetzt? Das meiste davon befindet sich im Stall des Ares. Aber der gute Wein, der liegt in der Demiurgenfestung. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Und das wieder meinen, ne? So, mehrere Quests angenommen. Gleich mehrere. Okay. Erstmal hier rein wieder, dann schnell in die Quests. Dann machen wir die. Machen wir erstmal den billigen Wein. So, bevor ich jetzt weiter, ne? So, mein Pferdchen, das meinte ich. Weil jetzt weiß ich wenigstens, dass da irgendwo in der Nähe ist. Dann wollen wir mal.
Das sind die Ställe. Der Wein darin sollte zumindest gut genug für Pferde sein. So. Oh. Einmal absteigen. Kurz mal hier Kontrolle, ne? Jetzt mal ganz schnell hier rüber. Ja. Mich jetzt nicht siehst, brauche ich ja gar keinen großartigen Fight anfangen. Das ist sehr schön. Ha! War gerade ganz... Sollen das hier liegen, Alter? Das ist der Wein, mit dem Thespis das Publikum versorgen will. Riecht nicht besonders, aber es sollte gehen. Bauen wir mal ganz schnell ab. Irgendwie müssen wir doch... Alter, wie viel Wein hat der da rumliegen? Mal schön drauf. Besiegst du nicht so leicht. Nimm schon mal ab. Letzter Tag auf Erden.
sauer. Sauer. Immer weiter drauf. So. Der hatte doch hier irgendwie so ein besonderes Item. Und jetzt haben wir gerade Kopfgeld noch. Ach nee, wir kommen ja nicht rein, ne? Doch. Ich muss das Kopfgeld gerade mal rausnehmen. Herr Consby, Hallöchen. Ja, geht ganz gut. Sorry, wie ich gerade konzentriert bin. So, kurzen Prozess. So. Das ist der Wein, mit dem Tespis das Publikum versorgen will. Riecht nicht besonders, aber es sollte gehen. Jetzt willst du mich... Da war ich vorhin und hab mehr oder minder... Gebe den Wein am Eingabeort, am Abgabeort. Ach, den muss ich auch noch mitnehmen. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Okay, das habe ich vergessen. Das mitnehmen. Ja, auch soweit. Ja, das ist ja gut. Ja, wie gesagt, heute ist das ein Creep, weil gestern war ja wieder ein Haufen LS für mich. Also, was heißt ein Haufen? Weil LS. Und ich muss ja irgendwie mal das hier zu Ende kriegen nach ewiger Zeit. Wie gesagt, jetzt will ich gerade diese vergessene Geschichte mal durchhauen. Wo es irgendwie was Theaterstück und ein bisschen Alkohol geht. So, Durchschnittsgetränk. So, das haben wir als erstes. Jetzt muss ich hier wieder rein. Da rein. Da rein. War schon richtig. Wo war denn das hier mit dem, dem Alkohol? Also mit dem anderen Alkohol, meine ich. Hier war doch irgendwas, er hat irgendwas von der Festung noch geredet, wo ich Kohle kriege. Das hat er mir vorhin auch angezeigt. Die Quest war jetzt gerade nicht zu sehen, ey. So. Ich habe den Wein. Vielleicht kommt das jetzt. Wunderbar. So werden unsere Gäste wohl schon vor Beginn des Stücks bester Laune sein. Ich habe den Wein gekostet. Immerhin ist es kein Essig. Vielleicht kann ich die Marken vergünstigt in den ärmeren Stadtteilen verkaufen. Sag, wann wird das Stück eigentlich aufgeführt? Nun, es gibt noch Probleme mit den Schauspielern. Sie zu finden, meine ich. Du hast keine Schauspieler? Wow. Keiner von ihnen kam zur letzten Probe. Und bei den vorherigen kamen sie mir sehr entmutigt vor. Vielleicht war jemand zu streng mit ihnen. Dann musst du sie nicht bezahlen, wenn sie nicht auftauchen. Ganz genau. Es sind drei Schauspieler. Sie stellen Iphialtes, Xerxes und die Neckes dar. Ich kann dir sogar sagen, wo du sie vielleicht findest. Ja, dann mach das und mal. Wer spielt Leonidas? Ich selbst natürlich. Ich traue niemandem sonst die Hauptrolle zu. Okay. Xerxes, der Perserkönig, kommt auch in dem Stück vor? Ja, und ein ganz famoser Schauspieler verkörpert ihn. Er spielt Schurken wie kein zweiter. Er erwähnte, dass ihn die Dysbontion-Ruinen inspirieren würden. Die Neckes. Das war doch Leonidas bester Befehlshaber. Ja, und ein sehr charmanter junger Mann verkörpert ihn. Er neigt sehr zur Nervosität. Deshalb überraschte es mich, dass er zum Glücksspiel auf den großen Platz hier in Elis wollte. Okay. Dann wird also der Verräter Iphialtes vermisst. Welche Überraschung. Mein guter Freund Ross ist sonst ein sehr gewissenhafter Mann. Doch als ich ihn zuletzt sah, schien ihn ein religiöser Eifer erfasst zu haben. Er wollte an der Piera-Quelle beten. Okay. Ich hoffe, sie tauchen wieder auf. So. Was Wenn du die Schauspieler gefunden hast, schicke sie zu mir. Und motiviere sie bitte. Die Vorstellung wird grausig, wenn sie nicht mit dem Herzen dabei sind. Und dann wird niemand bezahlt. Verstanden.
Was mir gerade auffällt, okay, das geht gar nicht anders. Ja, schade. Also heißt das, bei dem Ding musst du dich überlegen, was du machen willst. Wenn der die Frage stellt, welchen Alkohol du holen willst, den günstigen oder den teuren. Ich glaube, der teure ist dann die sinnvolle. Ich habe leider jetzt gerade den günstigeren gewählt, weil ich gedacht habe, du kannst beide nehmen. Aber leider nein. So, wieder mehrere Quests angenommen. Gute Flamme. Den Elis. Achso, da kann ich mir jetzt egal welchen auswählen. In der Region Elis, südwestlichen Teil der vergessenen Sümpfe, in der Ruine. Also. Königreich. Vergessene Sümpfe. Also muss das hier sein. Ne? Im Südwesten. Das ist das andere Lager. Da muss ich da mal kurz hinreiten, ne? Ja, wie gesagt. Mal ein bisschen Assassin's Creed. Odyssey. Original habe ich mich auch noch. Und dann kommt schon bald Valhalla um die Ecke, ne? So, hier lang, ne? Genau. Ich hoffe mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Ach, da ist einer der Schauspieler. Okay, ja, aber den will ich jetzt nicht. Ich will gerade erstmal die anderen jetzt. So, einmal den Platz. Nein, wir werden nicht spielen. So, und jetzt auf. Raus und los. Kette. Ach ja. Dann zeig mir mal, was in dir steckt. Sehr schön. Geil gemacht, ne? Muss mal so ein kleines Foto, will ich mal gerade machen wieder. So ein Modus gefällt mir irgendwie mittlerweile in anderen Spielen auch ganz schön heftig, ey. Wobei einige, mehrere bieten das an, aber die haben meistens so ein bisschen anders. Dann musst du mehr im Menü rumfuchteln. Mal vorsichtig ausgedrückt. Oder überhaupt so ausgedrückt. Habe ich jetzt gerade noch glatt den Arm. Was ist das? Storch? Ach du Nase. Was ist hier noch? Da ist thront auch noch einer rum. Aber ich brauche nur hier hin. War mal wieder klar, ne? Achso. War das gerade so einfach? Mensch, wenn der Bär nicht gewesen wäre, ne? Ey, bleib doch mal stehen. Ich komme nicht so schnell hinterher. Oh, sauer. Dank. Ich das ist glaube, ja geil. Das hätte ich nicht mehr lange überlebt. Warum haben dich diese Malakas gefangen gehalten?
Diese Irren glaubten, ich wäre der Bösewicht, den ich spiele. Ich sollte sie durch ein finsteres Ritual führen. Sie folterten mich, damit ich Zaubersprüche aufsage. Nichts war genug. Jetzt bist du sicher. Das bin ich. Aber die Hexe will sich an den Bürgern von Elis rächen. Sie hätten ihr Unrecht getan. Deshalb hat sie eine Schiffsladung mit Vorräten vergiftet. Dann muss ich die wohl vernichten, bevor sie eintreffen. Aber jetzt, da sie weiß, dass du hier bist, wird sie ihr Versteck verlassen und in die Wildnis fliehen. Niemand ist sicher, wenn sie entkommt. Ich lasse nicht zu, dass die Menschen vergiftet werden. Ich vernichte die Vorräte. Ja. Lieber die eine als, also die eine jetzt entkommen lassen, weil vielleicht treffe ich die irgendwann mal noch woanders als nichts. Das ist übrigens jetzt eine interessante Quest, wo ich jetzt zweimal schon mehr oder, nicht nur mehr oder minder, sondern wo ich richtig dazwischen wählen musste, was ich mache. Ne, weil das eine Mal war jetzt hier mit dem Wein. Jetzt muss ich mich entscheiden, entweder eine Person jagen. Kult des Kosmos! Die kriege ich ganz gut. So, dann muss ich erstmal den hier wieder treffen. So, jetzt den hier, zack. Sehr schön. Dann habe ich den jetzt erstmal. Der hat nichts. Der hat. Der hat nichts. Das mache ich aufheben. Okay. Einfach nur so, ne? Jetzt wird niemand durch diese Vorräte vergiftet werden. Sprich mit dem Schauspieler. Der ist jetzt da hinten irgendwo. Mir fällt gerade noch was anderes ein. Ist hier eigentlich noch was? Karus, ganz kurz. Das waren alles Kult des Kosmos, aber hier ist sonst kein Ding. Oh, das ist schade. Ich habe jetzt echt gedacht, dass hier irgendwie noch was ist. Schade, schade. Schade, schade. Ich habe die Vorräte vernichtet, bevor sie in Elis eintrafen. Sehr gut. Doch die Hexe ist noch da draußen. Niemand ist sicher. Ich bin nicht sicher. Denkst du, Xerxes war je in Sicherheit? Leonidas und ganz Sparta wollten seinen Tod. Seine eigene Mutter hätte ihn verraten. Xerxes fleht um Sicherheit? Du hast recht. Der König von Persien hätte nicht gefleht. Er hätte seine Feinde vernichtet, bevor sie ihre Pläne umsetzen konnten. Ich bin froh, dass du es so siehst. Und jetzt geh zurück zu Thespis. Das werde ich. Und danke. Xerxes wird die Bühne beherrschen. Es war mir ein Vergnügen, eure Hoheit. Gut. Wollte sagen. Machen wir erstmal die Quest jetzt hier. Sehr schön. Das einzige Coole, da kriegst du ganz schön ordentlich hier Asche für, ne? So, dann machen wir schon mal eine Schnellreise. Dann brauche ich ihn nicht mehr halten. Obwohl, ich muss durch den ganzen Ort, ne? Durch die ganze Gegend muss ich durchhauen. Ja, wie gesagt. Ganz leicht am Nacken irgendwie heute ziehen, ey. Ach, hier bin ich. Okay. Jetzt dahin.
Ernsthaft? Ernsthaft? 400 Meter bald? Okay, jetzt noch 300, aber trotzdem. Wow. So. Alter, wenn das so weitergeht, bin ich eher da, als dass mein Pferd da ist. So. Was ich auch ein bisschen minimal schade finde, dass man nicht so schneller reiten kann im Ort. Ja, ich reite natürlich in die einzige Ecke der ganzen Gegend hier, die natürlich gegen eine Wand führt. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. So, dann werden wir jetzt hier hin und dann da. So. So, einmal absteigen bitte. Und Hallöchen. Da bin ich. So. Es ist furchtbar. Jetzt kann mir nur noch ein Leonidas aus dieser Klemme helfen. Spielst du den Dinekes in Thespis Stück? Sollte ich. Aber ich kann nicht. Ich habe alles beim Glücksspiel gegen einen Befehlshaber verloren. Er sagt, ich sei nun sein Sklave, bis die Schuld abbezahlt ist. Und das kann Jahre dauern. Also dann, lass uns die Schuld begleichen. Oh, ich danke dir. Der Befehlshaber ist gleich dort drüben. Na, willst du noch ein Spielchen wagen? Wie ich sehe, kommst du nicht allein. Nun, ich... also... Ich brauche meinen Freund. Er tritt in einem Stück auf. Also lass ihn gehen. Was für ein Stück? Leonidas und seine 300. Dieser Mann hier spielt die Neckes. Leonidas Befehlshaber. Ah, ein gutes Soldatenstück. Davon sollte es viel mehr geben. Aber sie sollten sie mit echten Soldaten besetzen. Nicht mit verweichlichten Schauspielern. Ich bin kein... Was soll's? Also, es verhält sich so. Dieser Malakas hier hat eine Schuld, die er abarbeiten wird. Willst du seinen Platz einnehmen? Na komm. Ich schlage dir was vor. Ich begleiche seine Schuld mit meinen Diensten als Söldnerin. Das nehme ich an. Meine Soldaten waren bei den Ställen des Augias stationiert. Doch wir wurden versetzt. Und bei der Abreise ließen wir einen Glücksbringer zurück. Bring ihn mir und seine Schuld ist beglichen. Das ist alles? Ich bin im Handumdrehen zurück. Entschuldigung, aber warum glaube ich das alles irgendwie noch nicht so? So, schnell dann mal hin, ne? Warum habe ich das Gefühl hier von was? Welches Alpha-Tier hockt denn hier rum? Scheibenkleister, die Viecher hasse ich ja.
Boah. Ich sehe mich schon. Alter! Junge, war das ein Bock. Also ohne Witz, ich hasse... Ja, okay, ich hasse so. Ich mag die nämlich überhaupt nicht. Oh Gott, da ist ja noch so eins. Da komme ich natürlich nicht raus. Das war natürlich geil. So. Na komm. Was ist das an, Alter? Einmal so ein... Boah! Einmal so hier drauf. Ach, da habe ich noch was übersehen. Okay. Gut, das sollte ich dem Befehlshaber zurückbringen. So. Und dann schnell mal wieder schnell zurück und dann haben wir Ruhe hier. Den Wölfen auch noch aus dem Weg gehen. Ton so rum. Und dann war's das. Damit die nächste auch hier erledigt. Und dann muss ich nur den dritten Schauspieler helfen hier. Na komm. Kommen wir eigentlich hier durch? Ja klar, kommen wir hier durch. Kommen wir hier schon durch den Push. Ich fand so den erwähnten Glücksbringer und die unerwähnten Wölfe. Die sicher kein Problem waren für eine Söldnerin wie dich. Nun, gib mir mein Schwert zurück. Du hast nichts von einem Schwert gesagt. Eine scharfe Klinge ist das größte Glück. Her damit. Bitteschön. Dann sind wir also quitt? Ja, seine Schuld ist getilgt. Und jetzt geht mir beide aus der Sonne. Wir sollten gehen. Folge mir. Ja, gut. Denkst du, der Befehlshaber wird mich in Ruhe lassen? Vermutlich nicht. Aber wenn du die Neckes spielen willst, musst du dich verteidigen können. Ja. Ein Spartiat verkriecht sich nicht zu Hause, nur weil er Feinde hat. Aber ich bin nur auf der Bühne ein Spartiat. Willst du dein Publikum überzeugen oder nicht? Die Neckes lebte jeden Tag mit dem Risiko, getötet zu werden. Warum sollte es dir anders ergehen? Ich verstehe. Sie wissen, dass dieser Befehlshaber jederzeit mit bewaffneten Männern vor meiner Tür stehen könnte? Diese Angst wird meinen Charakter formen. Hab Dank. Bitte sehr. Gern geschehen. Thespis erwartet dich zu den Proben. Ja, sehr schön. Jetzt hat er irgendwie auch so Chancen ausgleichen. Jetzt hat er irgendwie seinen, vorsichtig ausgedrückt, seinen Glauben auch gefunden. Und dann passt das. So, jetzt haben wir noch eine Quest. Schade, dass der nicht mal so gleich out, also bei das hier so hinterher putt. So. Südosten der vergessenen Sümpfe. Na, dann kann ich ja gleich hier wieder rausmarschieren. Weil, das war ja hier. Ne, wie war das? Die vergessenen, dann müsste das hier sein. Südosten, vergessenen Sümpfe. Quelle von Dings. Da kann ich übrigens gerade das so machen, ne? Da bin ich ja so schneller. Von dem Ort. Schnellreise. Das ist doch immer wieder das Schönste, ne? Einmal schnell zack rüber und dann dahin.
Willst du mich gerade vor Ohne piebeln? Achso, ja, wir sind in Olympia. Ja, ja, ist klar. Deswegen wollte ich das nämlich gerade machen. Sprich. Und jetzt hier hin. Und straight der Sonne entgegen. Oh, das olympische Becken haben wir entdeckt. Cool. Olympisches Becken. Hallöchen. Viecher. Nicht schlecht, der Specht. So, zack. Ich würde sagen, ja, hier, wollte ich gerade sagen, wir sind hier lang. So, und jetzt hier aus lang. Quelle von Kira. Wo ist er denn? Bin ich an dem vorbei gerade? Hallöchen. Hallo, willst du mehr über die Geheimnisse von Hedone erfahren? Na komm. Gern, erzähl mir davon. Was genau ist denn Hedone? Hedone ist die Göttin des Vergnügens. Und weil wir alle Vergnügen suchen, sind wir alle Hedone. Ich suche kein Vergnügen. Ich suche ja, Logik, einen Schauspieler. Ne? Hier gibt es keine Schauspieler. Nur Lehrer. Sorry, aber geile Logik. Sein Name ist Tross. Er ist Schauspieler und arbeitet für Thespis. Ich erinnere mich, dass ich uns ein Schauspieler anschloss. Aber er heißt jetzt Hedone. Wie ich. Wie jeder hier. Antworte mir einfach. Ich muss diesen Schauspieler finden. Verzeih, aber es ist nur mir gestattet, mit Fremden zu sprechen. Wenn du das Aufnahmeritual bestehst, sprechen auch die anderen mit dir. Schön. Dann nehmt mich doch auf. Was muss ich dafür tun? Wunderbar. Du musst zwei Aufgaben abschließen, um zu beweisen, dass es dir ernst ist. Klettere zuerst auf den Wasserfall der ewigen Freude und springe in den Schaum der Fantasie. Gut. Und was dann? Erkunde danach die Höhle der Selbsterkenntnis und kehre mit dem Schatz zurück, den du dann findest. Sprung vom Wasserfall, Höhlenschatz, alles klar. Schaum der Fantasie. Sorry, aber Hammer, ey. Also ich mir beim nächsten Mal, wenn ich einen Schaumbad, also baden gehe hier, ne, und dann hier irgendwas mache, da werde ich auch dran denken. Da werde ich mal sagen, ja, ich mache jetzt auch gerade ein Schaumbad, ich springe jetzt in den Schaum. Das ist der Wasserfall. Von wo springe ich am besten? Schaum der Fantasie, ey. Oh, wow. Also eins muss man lassen, ne? Die haben manchmal richtig geile... Alter, hier gibt es noch ein fettes Rätsel. Und eine antike Tafel ist hier auch noch. Da ist ein Höhlenlang. Oh, hier, guck mal, hier ist noch so ein Dings. Fett. Aber wo ist das Rätsel? Okay. So, und das Schöne ist, dank des Stabes von hier Poseidon kann ich die ganze Zeit hier rumschwimmen, ohne dass ich Luft holen muss. Ach, ich komme hier nicht rein, oder was? Ich
Die war doch eben... Achso, da. Wollte ich doch meinen. Da ist doch ein. So, wir haben eine Schere an Tener Brustplatte gefunden. Hier ist nichts weiter. Okay. Wie gesagt. Jetzt muss ich da irgendwie da oben kraxeln. Ja. Die Höhle muss hier irgendwo sein. Ja, zum Glück habe ich die schon entdeckt. So, ja, los. Kette, Kette. Ja, darfst du ruhig weitergehen. Ah, das muss die Höhle mit dem Schatz sein. So, da haben wir auch noch was. Und wie gesagt, dank den Dreizack von Poseidon habe ich keine Atemprobleme. Oder hat man keine Atemprobleme mehr. Achso, hier. Weil sonst müsste man mich überlegen. Und hoffen, dass man das schafft. Erbsenschoten. Mhm. Und da ist irgendwie eine Art Ausgang. Okay. So. Danach habe ich gesucht. Mystischer Questgegenstand. Okay, hier ist noch ein Schatz geplündert. Die Frage ist aber, wo ist hier das Rätsel und die Tafel? Na komm. So, dann du bist da. Alter, hier nur noch am Looten, wa? Ja, also ab und zu sind hier auch Sachen bei, die kann man irgendwie gefühlt nicht kriegen, ey. So, und dann hier. Ich möchte mal wissen, wo die Tafel ist, plus die Dings ist, die das Rätsel. Aha. Okay, hier läuft ein Bär hier rum. Ein kleiner süßer Teddybär. Wir müssen einmal hier reingehen. Nee. Wieso kann ich noch auf einmal mehr 5 Pfeile mehr craften? Okay. So, jetzt müssen wir. Ja. Ja, natürlich den ersten. Was soll denn das? Was nicht abholen. Ich schieße ihn jetzt einfach mit Pfeilen runter und ist hier, ey. Pfeile, Alter. Kennt ihr so? Ah.
So, das Ostragon-Rätsel. Prophezeiische Prävention. Elis, als Kämpfer ist die Zeit dein größter Feind. Gehe zum Hippodrom und erklimme die Säule, die Olympia am zweitnächsten ist, und erblicke gen Norden zum Gipfel. Dort sitze ich am rechten Flügel eines Titans, der seine Lektion gemeinsam mit seinem Stolz herunterschlucken musste. Hippodrom und dann eine Säule und dann okay. Ich verstehe, oder auch nicht. So, hier hin. Übrigens habe ich jetzt aus irgendwelchen Gründen eine neue Quest bekommen. Komme ich hier lang? Nein. Also heißt das, ich muss... Ey, hallo? Bist du mich mal da weiter, oder was? So. Frage ist ja, komme ich hier eigentlich raus? Weil irgendwie sehe ich nämlich auch keinen Ausgang. Den es hier auch irgendwie überhaupt nicht gibt. Das heißt, ich habe mir eigentlich den ganzen Weg jetzt umsonst gemacht. Außer, dass ich jetzt... Ah, okay. Also gehst du hier rein, musst das machen. Wenn du willst, kannst du da noch die beiden Löwen platt machen. Löwen, sag ich schon, die beiden Bären platt machen. Um dann... oh, guck mal, hier habe ich auch noch was gesehen. Das war nicht eben noch mit durchsuchen. Okay. Oh, jetzt schwimme ich, glaube ich, zurück, ne? Oder? Ne, der Weg ist länger, habe ich Glück gehabt. Hier ist auch noch was. Eine Fackel! Okay, so. Ja, jetzt raus, komm. Und dann dahinter. Dann werde ich mal mich mit der Dame unterhalten hier. Oder dann mit wem auch immer gleich hier. Es sieht nice aus, ne? Kannst du machen, was du willst. Ey, das Game sieht nice aus. So, ich spiele aber übrigens ohne Filter rum, also ich mache da jetzt nicht wild. So. Ich bin vom Wasserfall gesprungen und habe den Schatz gefunden. Werde ich jetzt aufgenommen? Das wirst du. Willkommen bei den Geheimnisträgern der Hedone. Hedone, geh und sprich mit deinen Brüdern und Schwestern. Sie werden dich mit offenen Armen empfangen. Ich unterhalte mich mit ihnen. Hedone, Hedone. Hedone, Hedone. Hallo. Bist du Tross, der Schauspieler? Du musst neu sein. Hier gibt es keine Schauspieler. Wir alle hier sind Hedone und verkörpern ihre Anmut und Gelassenheit. Du klingst, als würdest du etwas vom Theater verstehen. Ich würde nicht sagen, dass ich viel darüber weiß. Ich las einiges von Aristophanes und Euripides. Medea wurde geraubt, weißt du? Ich werde mich mit anderen Hedonisten unterhalten. Das ist wirklich ein guter Name. Hallo. Er ist doch. Ich suche nach dem Schauspieler drauf. Also, Entschuldigung. Bist du das? Oh, Schauspieler. Das wäre ich gern. Aber meine Freunde meinten, ich müsste an meiner Bühnenpräsenz arbeiten. Ein weiser Rat. Viel Glück dabei. Sorry. Hallo. Ich suche nach Tross, dem Schauspieler. Nun, niemand hier benutzt seinen alten Namen. Aber vom Schauspiel verstehe ich etwas. Bring das Publikum zum Lachen, wenn es lachen will, und zum Weinen, wenn es weinen will. Und wie bringst du das Publikum zum Lachen?
Nun, ich würde auf einer Ziegenblase ausrutschen und hinfallen. Das funktioniert immer. Verstehe. Und wenn Sie weinen wollen? Ich würde von meiner armen, toten Ziege erzählen. Und wenn das nicht reicht, schneide ich währenddessen eine Zwiebel. Ein alter Theatertrick, weißt du? Danke für deine Zeit. Ich spreche mit dem Rest der Hedonisten. Das ist ein guter Name. Mit so einem schnittigen Namen locken wir bestimmt noch mehr Menschen an. Okay. Chere, bist du Tross, der Schauspieler? Nein, bin ich nicht. Gut, sonst hätte Tespis ein furchtbares Händchen für Schauspieler. Bist du Tross? Ich suche nach einem Schauspieler namens Tross. Was? Ich hatte fast die dritte Stufe der göttlichen Freude der Hedone erreicht. Da unterbrichst du mich? Nun muss ich von vorne anfangen. Lass dich nicht stören. Es ist besser, wenn du dich vom Schauspiel fernhältst. Einer von den beiden. Was hat er gesagt? Oh shit, ich habe mir das nicht gemerkt, was er erzählt hat über seinen Kumpel. Der kam mir hier zu ernst drüber, ehrlich gesagt. Und der schien zumindest ein bisschen darüber was zu wissen. Ich nehme den einfach. Das hat keinen Zweck. Ich habe es mir leider nicht ganz gemerkt. Und? Hast du deinen Schauspieler gefunden? Selbst wenn du nicht Tross bist, du könntest die Rolle sicher gut spielen. Tritt in Tespis Stück auf. Du schmeichelst mir. Doch was soll ich meinen Freunden sagen? Wir wollen doch gemeinsam die Göttin Hedone ehren. Deine Freunde hier verstehen die Lehren der Hedone bereits. Doch wenn du sie auf der Bühne zum Ausdruck bringst, würden Hunderte eure Botschaft hören. Du bist sehr überzeugend. Gut, ich tue es, um die Botschaft zu verbreiten. Alle sollen wissen, was Hedone für sie tun kann. Gut. Tespis erwartet dich am Pelopsmarkt in Elis. Okay. Ich habe jetzt eine Frage. So gesehen. Ist er es gewesen? Also ist er es? Ist er es oder ist er es nicht? So, wir müssen jetzt einmal zurück. Das wäre geil. Hallöchen, Black Beast. Na, wünsche einen schönen Tag. Gab's zu haben bisher. Schön, dass du wieder da bist. Ah, dass du mich anschaust. So, zack. Ich hoffe, es ist der Richtige. Ich hoffe, es ist der Richtige gewesen. Also der Richtige, der Schauspieler da, ne? Muss ich jetzt ehrlich sagen, der andere, der war mir nicht. Also die Erklärung hat jetzt für mich so ein bisschen den Aufschlag gegeben. Weil der andere, der war, ja, ich habe was gelesen und so, und der war irgendwie nicht so derjenige. Vor allen Dingen war cool, wenn du mit den anderen sprichst, dass noch drei Leute hier ausgemerzt im Sinne von wegen, also dass die nicht mehr zur Wahl standen. Cassandra! Meine Muse, meine Helferin, jene, die mein Hintern rettete. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ach nö, komm. Deine Schauspieler sind hier, Tespis. Das Publikum ist bereit. Welches Problem gibt es jetzt? Leonidas selbst ist das Problem. Stell dir nur vor, ich probte den Monolog, schwang meinen Schild, ermutigte meine Soldaten. Kommt mit eurem Schild zurück oder unter ihm. Ich denke, es heißt mit eurem Schild oder auf ihm. Nein, nein, es heißt bestimmt darunter. Aber wie ich nun mein Schild schwang, fiel er mir auf den Zeh. Und nun kann ich kaum stehen und schon gar nicht auftreten. Okay. Eine Schande, dass du das Stück absagen musst nach all der Arbeit, Tespis. Wir sagen es ganz sicher nicht ab. Wir müssten das ganze Geld zurückgeben. Das Stück muss stattfinden. Und mein Leonidas steht genau vor mir. Was? Ich? Ich bin keine Schauspielerin. Und ich bin kein Feldherr. Doch auf der Bühne bin ich es.
Du könntest das Andenken dieses großen Mannes zum Leben erwecken. Er würde durch dich wieder leben. So. Wir machen das. Es klar. Ist mein Schicksal. Ich spiele Leonidas. Hervorragend. Dann gehen wir kurz deinen Text durch. Den ersten Teil hast du bereits gehört. Kommt mit eurem Schild zurück oder unter ihm. Auf ihm. Der nächste Teil richtet sich an Xerxes. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Wir huldigen den Göttern mit Wein. Ich bin sicher, Leonidas sagte, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Ich weiß, was ich schrieb. Und schließlich, wenn du den Verräter stellst, sagst du, den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen. Und an den morgigen Tag werden sich Könige erinnern. Und an den morgigen Tag wird sich die ganze Welt erinnern. Leonidas kämpfte für ganz Hellas und seine Freiheit, nicht nur für Sparta. Ich bin sicher, du schaffst das. Wenn du willst, kannst du mit den anderen Schauspielern üben. Wenn du bereit bist, tritt auf die Bühne. Ach du, das ist hier so ein Ding, wo ich in der bestimmten Zeit... Okay, ich ja, bin ja. Bereit. Komm, das Stück egal. Kann beginnen. Wir ziehen das eiskalt durch. Ich glaube, das muss kein Erfolg werden, ne? Willkommen bei unserem Stück der heldenhaften Geschichte von König Leonidas und seinen 300 Spartiaten. Erblickt unseren Leonidas. Wir danken für euer Erscheinen. Vergesst nicht, dass Leonidas nicht nur der König von Sparta war, sondern der Retter aller Griechen. Auf dem Schild, das ist ja schon mal wichtig. Ich bin Dinekis, Befehlshaber des großen Leonidas. Ich diene ihm treu, bis Hades selbst ihn zu sich holt. Mein Feldherr, mein König, wir sind in der Unterzahl und wurden in die Enge getrieben. Was können wir tun? Was hat der spartanische Feldherr seiner rechten Hand zu sagen? Kommt mit eurem Schild zurück oder auf ihm! Ich bin Xerxes, König von Persien. Eure kümmerlichen Götter bedeuten mir nichts. Ach du Nase. Kniet vor Scheiße. Meiner Unsterblichkeit. Spartanischer Hund, ich werde euch und euer Volk unter meinen Sandalen zermalmen. Wie wird Leonidas seinem Todfeind Xerxes antworten? Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Okay. Ein bisschen leichter, als ich jetzt dachte. Ich bin Ephialtes, Verbannter und Verräter. Genau. Ich stürze Spartas Armee ins Verderben, indem ich den Persern einen geheimen Pfad zeige. Die Spartiaten haben keine Chance. Ich durchkreuzte deinen Plan, Leonidas. Endlich habe ich deine Ziege. Ha! Der Verräter beleidigt seinen König? Was wird Leonidas erwidern? Okay, das ist relativ dann. Okay. Niemals vergessen. Und an den morgigen Tag wird sich die ganze Welt erinnern. Ich habe gedacht, das ist auch noch unter Zeit. Weil ich habe schon mal irgendwie so eine Quest gehabt. Da war das aber unter Zeit, solche Sachen zu beantworten. Ne? Was für ein Auftritt. Genieß die Begeisterung der Menge. Denn Thespis wird nicht erfreut sein, dass du vom Text abgewichen bist. Mit ihm werde ich schon fertig. Ja. Ja. Yeah. Die haben doch gefeiert. Also. Ich fasse es nicht. Du hast meinen Text ruiniert. Hast du die Menge nicht gehört? Sie wollten Leonidas wahre Geschichte hören. Ich muss es wissen. Er war mein Großvater. Du bleibst ganz in deiner Rolle. Das gefällt mir. Hoho. Hast du mich reingelegt, du Scherzkeks. Hier, dein Anteil an den Einnahmen. Danke. Vielleicht tauge ich ja doch für die Schauspielerei.
Attentäter durch. Drachmen, Vorstellung beginnt. Abgeschlossen. 34.000 EP. Und damit habe ich, glaube ich, diese Questreihe, beziehungsweise diese vergessene Geschichte, erledigt. Okay. Oh, wo ist denn DOS? Ich habe da einen geheimen Ort.